Willkommen zurück zu Minneapolis in Ni No Kuni 2. Tja, unsere Stadt, unser ganzes Königreich ist gewachsen ohne Ende im Laufe der Zeit, aber, und das musste ich jetzt ein bisschen auf die harte Tour erfahren, wir können tatsächlich, bevor wir das Spiel abgeschlossen haben, nicht Rang 4 erreichen. Das ist unmöglich. Es ist nicht vorgesehen, dass man das kann, leider. Man kommt tatsächlich nur auf 96. Das heißt, wir sollten jetzt eigentlich alle Leute haben, die man bis dato rekrutieren kann. Und alle anderen werden wir dann bekommen, wenn wir mit der Story durch sind. Gut, natürlich grenzt das alles jetzt natürlich so ein bisschen ein, ne, was wir noch zu tun haben und so. Ich habe schon gemeint, keine 100%, aber das Kostüm vom letzten Mal fand ich schon ziemlich beeindruckend. Es soll noch viel mehr Kostüme geben. Und ich würde ganz gerne in diesem Part einige dieser Kostüme mir holen. Ich habe erfahren, dass es hier in Minneapolis alleine schon 2 Quests geben soll, die man annehmen kann. Und so kriegt man quasi schon gleich Alternativen. Und ansonsten gibt es auf der Weltkarte auch noch einige Orte. So habe ich ja damals beispielsweise auch dieses komische Wüstenprinz-Outfit bekommen. Was ich aber jetzt nicht so toll finde. Aber es gibt anscheinend auch deutlich elegantere und coolere Sachen. Mal sehen, Leute. Mal sehen. Ich werde jetzt einfach mal ganz viele Leute ansprechen. Einfach nur mal Minneapolis-Quests erledigen. Und natürlich hoffe ich, dass wir die Kostüm-Quests alle bekommen hier. Paul, wie geht's dir so? Hervorragend, dank dir. Und Mechbaum übrigens auch. Ja. Oh, apropos Mechbaum. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche willst du zuerst hören? Gosh. Was? Die gute? Okay, dann halte dich fest. Vector hat ein paar unbenutzte, super hochwertige Industriebauteile zur Verwendung freigegeben. Das hört sich spannend an, und die schlechte Nachricht? Wir müssen die Teile suchen gehen. Sie scheinen in seinem Luftschiff irgendwo über der Wüste abhanden gekommen zu sein. Ursprünglich waren die Teile für die Entwicklung des Abrakühlreaktors gedacht. Meine Güte. Jetzt kommt das Wort auf einmal wieder. Jetzt ist es wieder da. Meine Nerven. Aber nachdem Mechbaum jetzt keine Verwendung mehr für solche Dinge hat, können wir die verloren gegangene Fracht behalten. Wenn wir sie bergen. Na, dann lassen wir uns doch das nicht zweimal sagen. Ich mache mich gleich auf den Weg. Wirklich super. Ich wusste doch, dass du der richtige Ansprechpartner dafür bist. Leider ist nicht genau bekannt, wo das Teil verloren gehen würde. Verloren gehen würde. Das tut es erst noch. Verloren wurde, meine Güte. Aber es müsste irgendwo in der Wüste runtergekommen sein. Naja, vielleicht stolperst du darüber, wenn du dort in der Nähe bist. Viel Glück. Wobei das auch mal lustig wäre. Ja, wir müssen die erst noch verlieren, ne? Also, ich weiß, es wird passieren, aber es ist noch nicht so weit. Okay, alles klar. Gut, okay, mal gucken. Hey! Hey, Evan, hör mal, ich habe da ein kleines Problem. Hallo? Hallo, Finn, worum geht's? Ich würde gern kochen lernen, und zwar möglichst schnell. Gosh! Ach ja, wie kommt's? Yeah. Es ist so, zurzeit gehe ich öfter mit Schnurtina auf die Jagd, daher würde ich gerne ein paar einfache Rezepte lernen, die man auch unterwegs im Wald kochen kann. Schnurtina ist nicht gerade eine Heldin am Kochtopf. Alles, was sie anfasst, ist am Ende entweder schwarz oder noch roh oder außen schwarz und innen roh. Das klingt ja deprimierend. Ist es auch. Schnurtina sagt zwar immer, das hat Großvater schon so gemacht, aber richtig überzeugend sieht sie dabei nicht aus. Wenn wir nur ein paar gute und einfache Gerichte kochen könnten, dann würde das Essen doch viel mehr Spaß machen, und zwar nicht nur auf der Jagd. Da hast du auf jeden Fall recht. Gut, ich werde dir dabei helfen. Ja. Ehrlich, super. Vielen Dank, Evan. Dann hätte ich gleich eine Bitte an dich. Könntest du eine Fischsuppe à la Quastenfloss für mich besorgen? Wenn ich Schnurtina davon überzeugen kann, dass man nur mit einem Topf und ein paar einfachen Zutaten eine leckere Suppe kochen kann, dann verzichtet sie sicher auf ihr verkohltes Fleisch. Mm. Alles klar, überlass das mir. Können wir ruhig auch machen, spricht ja jetzt nichts dagegen, das mal kurz zu erledigen. Ich denke mal, wir könnten eine dabei haben, vielleicht sogar. So, nee, haben wir nicht. Okay, dann warte ich noch. Priorität haben für mich halt die Kostümquests, aber ich weiß halt nicht, wo wir die jetzt genau bekommen. Oh, Aquarinus, du strahlst heute ja förmlich. Hi. Jawohl, König Evan, ich habe endlich dieses Buch über Magietheorie ergattern können. Ich freue mich schon lange darauf, es zu lesen. Oh. Dieses Buch? Welches meinst du? Ich sehe nichts. Ha, ich meinte natürlich dieses hier. Oh. Bei den Göttern, mein Buch! Es ist verschwunden! Ich muss es unterwegs irgendwo verloren haben. Vielleicht in einem Café, in dem ich vorhin war. Oder da, wo ich im Überschwang über einen Zaun springen wollte und hingefallen bin. Ich habe keine Zeit zu verlieren, Majestät. Ich muss das Buch finden, bevor jemand es stiehlt oder Schlimmeres. Oh.
Warte, Aquarinus, du humpelst ja. Vielleicht solltest du das mit den Zäunern in Zukunft lieber lassen. Wir werden das Buch für dich suchen. Was für ein großherziges Angebot. Aufrichtigen Dank, Eure Majestät. Mein Weg führte mich vom Magielabor direkt hierher. Wenn das Buch nicht gestohlen wurde, ist es bestimmt irgendwo auf dem Weg. Alright. Also irgendwo zwischen hier und dem Magielabor. Verstanden, bin gleich wieder da. Thank you very much. Ich hoffe so sehr, dass es wieder auftaucht. Na, das klingt ja jetzt nicht besonders kompliziert, wenn das wirklich hier direkt in Minneapolis sein soll. Das können wir auch direkt erledigen, wenn wir schon dabei sind. Und hier haben wir natürlich noch viel mehr Quests, aber ich meinte ja schon, es geht... Ah ja, da drüben ist es... Aha, ich sehe schon. Es geht mir ja gerade eigentlich um ganz andere Dinge. Egal, wir sprechen auch gleich die Leute hier an. Hey. Hallo, hast du die Wünschelwolle mitgebracht? Ach so. Okay, haben wir tatsächlich. Das ist aber noch offen. Ich hab die Wünschelwolle für dich. Ach, mein lieber Ivan, was hätte ich nur ohne dich getan? Jetzt steht einer perfekten Hochzeit zwar ja nichts mehr im Wege. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Was ich die ganze Zeit schon fragen wollte, wozu braucht man eigentlich diese Wolle genau? Ja, richtig, du bist ja nicht aus Goldorado. Bei uns ist es Brauch, während der Zeremonie die kleinen Finger des Brautpaars mit dieser Wolle zusammenzubinden. Das soll Mut für die gemeinsame Zukunft geben. Oh, das ist ein sehr schöner Brauch. Und dank dir wird er auch durch meine Tochter und ihren Bräutigam weiterleben. Ein Glück, dass ich nicht zu spät gekommen bin. Ich wünsche dem Brautpaar alles Gute. Thank you very much. Ich werde es ausrichten. Hab vielen, vielen Dank, mein lieber Junge. Okay. Oh, das war halt auch noch eine Quest, die offen war. Okay. Hallo. Hallo, Tracy. Wenn das nicht der gute Event ist, du kommst gerade richtig. Bist du nicht auch der Meinung, dass Yorkshire nicht nur sexy und scharf, sondern super bombenscharf ist? Oh. Hey Tracy, immer mit der Ruhe, was ist denn mit dir passiert? Ich hab das ja schon immer gewusst, Yorkshire ist echt ein heißer Feger. Ich, als Mechsbombs sexy Vorzeigemodell und Stern der Hoffnung, darf dem in nichts nachstehen. Und ich weiß auch schon, was ich da machen kann. Wovon sprichst du? Ich brauche dasselbe Parfüm, das Yorkshire benutzt, es enthält Purpurharz. Damit komme ich auf Yorkshires Level und werde auch zur super bombenscharfen Kopfverdreherin. Na, wenn's weiter nichts ist... Ich habe keine andere Optionen mehr, Ivan. Kannst du mir zwei dieser tollen Purpurharze besorgen? Ich wäre dir wirklich sehr dankbar. Ich habe schon verstanden, Trace. Ich hol dir das Purpurharz. Ein Freundschaftstalisman wäre die Belohnung. Von mir aus geben wir das Ding gleich mal ab. Hier, bitteschön. Hallo. Ich habe, was du wolltest, Tracy. Hier. Yeah. Oh, danke, Ivan. Das ist es. Danach habe ich gesucht. Ha, riecht er nicht gerade sehr verführerisch? Hä? Ich finde, das hat einen sehr starken Eigengeruch. Mir brennen davon schon Nase und Augen. Ah, der Geruch scheint also nur von Männern wahrgenommen zu werden. Das Harz muss voller Pheromone sein. Wenn ich daraus also eine konzentrierte Essenz gewinnen kann, dann halte ich das ultimative Pheromonserum in meinen Händen. Ha, was habe ich nicht alles schon versucht? Wenn ich das hinkriege, öffnet sich mir eine völlig neue Welt. Ich glaube, es wäre besser, das nicht zu tun. Es riecht wirklich fürchterlich. Ich kriege kaum noch Luft. Du bist dafür noch ein bisschen zu grün hinter den Ohren, Ivan. Das klang auch mal wieder richtig krank. Warum haben die eigentlich alle so eine kranke Lache drauf? Das ist mir schon häufiger aufgefallen. Nicht nur hier, auch andere Charaktere im Spiel. WTF. Excuse me. Guten Tag, Ivan. Ich hätte gerne, dass du einen bestimmten Artikel für mich beschaffst. Worum geht das dann? Um einen stinkenden Schuh. Form und Größe sind egal. Hauptsache, er stinkt. Was um alles in der Welt? Sowas kauft jemand? Ja, stell dir vor, mit den richtigen Verbindungen kann man selbst mit sowas einen hübschen Profit machen. Aber die meisten Leute werfen solche Schuhe natürlich auf den Müll. Deswegen ist der Markt nicht gerade übersättigt. Oh my. Also gut, wenn ich irgendwo einen stinkenden Schuh finden sollte, werde ich ihn dir bringen. Wow. Damit würdest du mir einen großen Gefallen tun. Wie gesagt, mir ist jeder Schuh recht, solange er ein schön würziges Aroma hat. Okay. Leute gibt's ja. Okay. Das wird hier auch nicht gerade weniger seltsam alles. Ein Glück, dass ich tatsächlich welche habe. Und was sagst du? Nicht zu scharf, mit etwas flachem Körper, aber klar ausgeprägte Ranzigkeit. Ich muss schon sagen, Ivan, du hast ein exquisites Näschen, das nehme ich. Ein Glück, aber ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass jemand sowas haben will. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, ich gehe jetzt mit dem Kunden dringenden Schuh spielen. Das wird sicher eine exzellente Transaktion. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Okay, na gut.
Aber wenigstens gehen die meisten Dinge auch direkt zu erledigen und schön schnell. Hi. Ah, unser allseits beliebter König. Ich muss dich loben. Minneapolis ist schon ein tolles Land. Ich kann mich ganz auf die Arbeit konzentrieren, ohne ständig von Verehrerinnen verfolgt zu werden. Wirklich, das freut mich aber. Mal was anderes. Ich möchte dir etwas zeigen. Ich habe neulich auf der Straße diesen sonderbaren Zettel gefunden. Einen sonderbaren Zettel? Was es heißt, eine Mutter zu sein. Aha. Was es heißt, eine Mutter zu sein? Der Rest ist leer. Sieht aus wie ein angefangener Brief. Genau das habe ich zuerst auch gedacht. Deswegen wollte ich den Autor mit einem Zauber ausfindig machen. Aber das Einzige, was ich herausgefunden habe, ist, dass der Zettel mit einem starken Schutzzauber belegt wurde. Ich kann nicht sehen, von wem er stammt. Solche Zauber benutzt man normalerweise, um magische Bücher zu versiegeln. Ich bin sicher, dass hier etwas steht, das der Schreiber vor neugierigen Blicken schützen wollte. Gosh. Wenn nicht mal du den Zauber brechen kannst, dann muss da ja wirklich ganz Ungeheuerliches stehen. Das ist zumindest sehr wahrscheinlich, aber wie du schon sagst, der Zauber ist mir über. Ohne fremde Hilfe werde ich das Rätsel dieses Zettels nie lösen. Dann werde ich dir dabei helfen. Sag mir einfach, was du brauchst. Ich bringe es dir. Es gibt eine Methode, magisch verborgenen Text mit himmlischem Weihwasser sichtbar zu machen. Das wäre einen Versuch wert. Alright. Himmlisches Weihwasser, verstanden. Ich bin gleich wieder da. Thank you very much. Vielen lieben Dank, Ivan. Einen König wie dich gibt es wirklich kein zweites Mal. Ja, da kriegen wir zwar auch was Nettes vielleicht. Naja gut, machen wir das alles mal. Die Ausrufezeichen, sie nerven ja allmählich ein bisschen. Hier, bitteschön. Thank you very Vielen Dank, das ging aber fix. Also hier ist der Brief. Okay. Achtung, König Ivan, ich beginne jetzt mit der Operation. Das ist ja... Was es heißt, eine Mutter zu sein. Die Kraft einer Mutter sei grenzenlos, ihre Liebe unerschöpflich. So heißt es. Doch manchmal hast du die Schnauze so voll, dann nimm diese Lanze fest in die Hände und schleudere deinen Ärger in den nächsten Baum. Wer wird's dir verdenken? Okay. Und was heißt das jetzt alles? Ich habe fast das Gefühl, das ist sowas wie eine Bauanleitung für eine Wurflanze. Hier gibt es sogar eine Liste mit Material. Für eine Wurflanze kommt mir das aber fast ein bisschen groß vor. In etwa so wie die Lanzen, die Shanty immer benutzt. Lanzen werfen für den Stressabbau? Ich wüsste ja gerne, was für eine Mutter das geschrieben hat. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hatte mir etwas Tiefgründigeres erwartet. Eine magische Einweihung in das Mysterium der Mutterschaft oder so etwas. Ja, zu schade. Aber wenigstens geht mir dieser Brief jetzt nicht mehr ständig im Kopf herum. Ich werde die Anleitung mal in die Werkstatt bringen, für alle Fälle. Ach so, okay. Man kriegt hier also teilweise auch die Möglichkeit, besondere Dinge herzustellen. Das ist ja interessant, okay. Also diese Minneapolis-Quests lohnen sich also tatsächlich. Interessant. Ich dachte, das meiste wären sehr belanglose Dinge, wo man fast nichts Tolles bekommt. Aber so kann man sich auch irren. Wenn das mal nicht unser König ist. Hallo. Hallo Michael, hast du dich schon an das Leben hier gewöhnt? Jo, aber ich muss schon sagen, Hafenna liegt mir immer noch im Herzen. Manchmal plagt mich das Heimweh. Mhm. Ja, kann ich verstehen. Hafenna ist eine besondere Stadt. Ja. Ah, da fällt mir ein. Matthias aus Hafenna wollte, dass ich ein paar Schuhe für ihn mache. Gosh. Matthias und Schuhe? Als er das erste Mal in Minneapolis war, ist er wohl doch noch ein bisschen neidisch geworden auf die schicken Treter, die hier alle anhaben. Aber wenn ich schon mal Schuhe anziehe, dann sollen das nicht irgendwelche sein, sondern deine, alter Kamerad, hat er gesagt. Hm. Ah, ich wusste gar nicht, dass ihr zwei so dicke Freunde seid. Hm. Ja, wir beide kennen uns schon seit einer halben Ewigkeit. Er hat mir damals sehr geholfen, Fuß in Hafenna zu fassen. Und deswegen will ich ihm zwei tolle Leder verpassen, nach denen sich die Leutchen den Hals verrenken. Ich hatte auch schon eine prima Idee und das Zeug dafür habe ich auch fast beisammen. Das Einzige, was mir noch fehlt, sind ein paar Rollen modisches Band. Modisches Band, weißt du was? Ich fang schon mal mit den Schuhen an. Das Band werde ich für dich besorgen. Oh, das ist aber mal ein feiner Zug von dir, Ivan. Da sage ich nicht nein zu. 5 Rollen von dem modischen Band brauche ich bitte. Mhm. Kein Problem, bin gleich wieder da. Können wir auch schnell machen, warum nicht? Einfach mal, dass hier alles verschwindet und wir mal wieder eine freie Karte haben. Hier ist das modische Band, das ich dir versprochen habe. Prima, jetzt habe ich alles, was ich brauche. Schönen Dank auch, Ivan. Mit diesen Schuhen wird der gute Matthias das Stadtgespräch von Hafenna werden. Da würde ich gerne mal spionieren. Das wird eine gute Werbung für Minneapolis, das kannst du mir glauben. Und natürlich auch für meine Wenigkeit. Okay, sehr schön. Hätten wir auch erledigt. Und weiter geht's hier. Thanks. Danke, dass du Josh angeworben hast, Ivan. Er hat mir sehr vieles über Waffenherstellung beigebracht, das ich noch nicht wusste, weil es diese Techniken nur in Mechbaum gibt.
Ich versuche jetzt mit diesen Techniken eigene Waffen herzustellen. Drück mir die Daumen. Das werde ich. Gib dein Bestes, Buxa. Okay. Ach so. Ach, das war noch was, was offen war. Okay. Aber hier geht noch mehr. You gotta help me out. Hey, hör mal, Evan. Ich muss da mal was loswerden. Was ist denn los, Fritz? Was machst du denn für ein Gesicht? Weißt du, ich bin ein Waffenschmied. Und aus Quastenfloss. Aber neulich habe ich was gesehen, dass ich weder als Waffenschmied noch als Quastenflosse akzeptieren kann. Und was genau war es? Eine Tiefkühlmakrele. Eine Säbelmakrele ist einfach keine Säbelmakrele, wenn sie nicht quicklebendig durch die Brandung säbelt. Das findest du doch auch, oder? Dieser stechende Blick, diese blitzende, geschwungene Klinge. Ich kann schon verstehen, dass man so ein Wunder der Natur in eine richtige Waffe verwandeln will. Aber es einfach einzufrieren und als Schwert zu verkaufen, ist ein grober Frevel. Da bleibt doch von der ganzen Pracht nichts mehr übrig. Fritz? Alright. Warum versuchst du nicht einfach eine bessere Methode zu finden? Mach dein ganz eigenes Makrelenschwert besser als jeder Tiefkühlfisch. Oh. Mein eigenes Makrelenschwert? Ja, das ist ja eine Idee. Warum bin ich da nicht selber drauf gekommen? Ich bin jedenfalls gespannt, was für ein Schwert dabei rauskommt. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, gib einfach Bescheid. Gemeinsam werden wir es schon schaffen. Alles klar, dann habe ich gleich eine Aufgabe für dich. Bring mir 10 frische Säbelmakrelen. Die brauche ich als Vorlage beim Schmieden, damit ich die ganze Pracht auch richtig einfangen kann. Einverstanden, 10 frische Säbelmakrelen also. Ja, schon mal vielen Dank im Voraus. Wenn ich den Bogen mit dem Schwert erstmal raus habe, kann ich dir jederzeit noch mehr schmieden. Okay, das wird wahrscheinlich auch was ganz Neues dann wieder. Ich weiß nicht, wie viele ich habe. Wahrscheinlich habe ich nicht genug, oder? Oh, oh wow, genau genug. Krass, okay. Wie cool. Das freut mich. Wow, ich halte es nicht aus. So viele Säbelmakrelen. Man kann förmlich noch sehen, wie sie zwischen den Wellen hin und her springen. Schnell, ich muss in die Werkstatt. Ich muss sofort mit der Arbeit anfangen, bevor diese Lebendigkeit verfliegt. Okay. Ich hab's geschafft, Evan. Die blitzende Klinge, die verwegene Form. Ich präsentiere dir die Killermakrele. Okay, die können wir jetzt auch herstellen. Gosh. Wow, was für ein respekteinflößender Name. Das gesamte Schwert ist aus mehrschichtigem Erz gefertigt und extrem robust. Es sieht nicht nur top aus, sondern richtet auch eine Menge Schaden an. Nun, da ich das Herstellungsverfahren entwickelt habe, kannst du jederzeit mit den richtigen Materialien ins Atelier kommen und ich mach dir eins. Mit Zusatzmaterial könnte es sogar noch besser ausfallen. Ohne deine Hilfe wäre dieser Traum nie Wirklichkeit geworden. Ich danke dir, Evan. Und ich danke dir für die gute Arbeit, die du geleistet hast. Lass uns irgendwann mal wieder zusammen ein Schwert schmieden. Ja. Aber klar, doch jederzeit. Okay. Auch erledigt. Und weiter geht's. So, da wären wir auch schon. Hey. Evan, wenn du wirklich guter König sein willst, darfst du mich jetzt nicht im Stich lassen. Was ist denn los? Du klingst zu ernst. Ein paar Knuffis sind davon gelaufen. Wie bitte? Yeah. Ich habe ein Experiment mit dem Knuffpot gemacht. Und da ist er mir übergekocht und dann explodiert. Dabei sind einige frische Knuffis vor Schreck weggerannt. Ich muss mich um die übrigen Knuffis kümmern, deswegen musst du für mich die Ausreißer suchen. Du bist schließlich der Einzige, der fast so gut mit Knuffis umgehen kann wie ich. Typisch Lucy, also gut, ich helfe dir. Thanks. Ich weiß natürlich genau, wo ein Knuffi sich in so einer Situation verstecken würde. Ich bin schließlich nicht umsonst Omas bester Lehrling. Frische Knuffis verstecken sich gerne unter Bäumen und im Gebüsch, weil sie ja Naturwesen sind. Insgesamt sind mir 5 Knuffis davon gelaufen. Sie sind bestimmt noch nicht weit gekommen. Am besten drehst du einmal eine Runde um das Schloss. Sowas auch noch. Suche Minneapolis nach 5 ausgebüxten Knuffis. Okay. Ach, da drüben ist zum Beispiel einer. Okay, von mir aus. Erwischt. Tja, irgendwann ist jedes Spiel vorbei. Komm, lass uns zu Lucy zurückgehen. Okay, Nummer 1. Jetzt müssen wir auch noch Knuffis suchen, oder sowas. Wirklich in ganz Minneapolis? Da drüben ist noch einer, okay. Es geht ja sogar einigermaßen. Man findet sie doch recht schnell. Trotzdem werde ich weiterhin mit Leuten reden. Hey. Evan, ich habe wichtige Neuigkeiten aus Quastenfloss. Oh, worum geht es dann? Ja. Quastenfloss möchte eine gemeinsame Militärübung mit uns abhalten. Thank you. Das klingt toll, so können wir voneinander militärische Strategien lernen. Ja. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Quastenfloss uns ganz schön unterschätzt. Ich habe gehört, wie meine früheren Kameraden sagten, dass sie niemals gegen ein neu gegründetes Land verlieren würden.
Da habe ich Minneapolis natürlich verteidigt. Wenn ihr eine Tracht prügeln wollt, kommt doch. Solange Ivan das herleitet, habt ihr keine Chance gegen Minneapolis, habe ich ihnen gesagt. Was? Das klingt so feindselig. Ich hoffe, es hat sie nicht wütend gemacht. Ach, das ist schon in Ordnung. Diese Großmäuler bilden sich ziemlich viel auf ihre Stärke ein. Zugegeben, sie sind schon wirklich ziemlich gut, gerade im Umgang mit ihren Lanzen. Und wie ich hörte, sind sie mittlerweile sogar in der Lage, Monster auf das Schlachtfeld zu beschwören. Das klingt nicht gut. Mach dir keine Sorgen, ich hab dich höchstpersönlich als Helden anerkannt. Ich glaub an dich. Wir schaffen das schon. Danke, jetzt ist es sowieso zu spät abzulehnen. Wo findet das Übungsgefecht denn statt? Auf der Insel der Geister. Ruf mich, wenn ich dir helfen kann. Ich werde mein Allerbestes geben. Okay. Nein, ich wollte das eigentlich nicht markieren. Ach egal, wir können die Knuffis ja auch noch so, denke ich, aufspüren. Wenn es 5 Stück sind und wir haben schon 2, dann sollte der Rest auch kein großes Problem sein, oder? Mal sehen. Dass ich auch ja keine übersehe, immer sorgfältig umgucken. Ist hier wirklich keiner mehr? Ich traue dem Frieden gerade nicht so ganz, aber mal gucken. Reden wir erstmal mit dir hier. Oh, wenn das mal nicht unser König Ivan ist. Du siehst ganz prächtig aus, mein Junge. Hallo. Danke, Frau Ratilda, Sie auch. Wie läuft es auf dem Gut? Oh, yes. Alles bestens. Wenn, von so einem Gut habe ich immer schon geträumt, mein Junge. Vielen Dank. Ich habe zu danken, das Gut läuft ja schließlich nur wegen Ihnen so gut. Also, wenn Sie irgendwas brauchen sollten, lassen Sie es mich wissen. Hm. Oh, da fällt mir tatsächlich etwas ein. Seit einiger Zeit mache ich mir etwas Sorge um Boris. Hm? Um Boris? Wieso das? Ja, mein Junge, er steht oft einfach nur herum und starrt auf den Acker, als ob ihm etwas Kummer bereiten würde. Hm, was das wohl ist? Normalerweise ist er doch auf dem Acker immer ganz in seinem Element. Oh, yes. Ja, nicht wahr? Dabei ging ihm die Arbeit sonst immer so leicht von der Hand. Aber so talentiert er ist, so schüchtern ist er auch. Ich wollte schon öfter mit ihm sprechen, aber er läuft mir immer davon. Oh. Stimmt, Boris hat sich immer schon etwas schwer getan, mit anderen Leuten zu reden. Aber du kennst ihn doch schon länger als ich. Vielleicht kannst du aus ihm herausbekommen, was ihn bedrückt. Selbstverständlich, wenn er wirklich Schwierigkeiten hat, werde ich mich darum kümmern. Okay, einfach mit ihm reden, ne? Sprich mit Boris. Wir müssen ihn hoffentlich nicht schon wieder durch ganz Minneapolis jagen. Da habe ich nämlich nicht wirklich Lust drauf, ehrlich gesagt. Achso, hier ist noch Tante Martha. Mit ihr können wir auch quatschen, okay. Excuse me? Herr Jemine, Ivan, ich brauche dringend deine Hilfe. Was ist denn passiert? Ein neugeborener Knuffi ist davongelaufen. Anscheinend ist er unterwegs Richtung Ufergrotte. Gosh. Ganz schön mutig für ein Baby. Das scheint wohl seine Persönlichkeit zu sein. Am besten nimmst du ihn gleich mit dir, wenn du ihn geschnappt hast. Sonst bückst du er schon wieder aus. Klar, kein Problem. Hoffentlich finde ich ihn, bevor ihm was passiert. Das können wir auch machen, aber erst später, würde ich sagen. Kümmern wir uns erstmal um den anderen Kram, den wir noch offen haben. Aber es wird langsam weniger. Naja, ist immer noch eine ganze Menge. Nichtsdestotrotz wird es definitiv weniger. So, da oben haben wir also den Boris. Was ist denn los? Ivan, was machst du hier? Hey! Frau Ratilda macht sich Sorgen um dich. Ich soll dich fragen, ob bei dir alles in Ordnung ist. Frau Ratilda macht sich Sorgen? Das wusste ich nicht. Es ist nur so... Etwas stimmt mit dem Acker nicht. Der Unterboden ist zu kalt. Hm? Was meinst du damit? Zu kalt für die Jahreszeit. Der Frost muss letzten Winter zu tief eingedrungen sein. Aber da kann man nichts machen. Golly. Verstehe, du kennst dich wirklich gut aus, Boris. Tut mir leid, Ivan. Ich hätte eher was sagen sollen. Ich habe versucht, das Ding allein zu lösen, aber nichts hat funktioniert. Mach dir keine Gedanken, Boris. Frau Ratilda glaubt an dich und ich auch. Wir werden das Problem schon lösen. Aber wie soll man einen ganzen Acker aufwärmen? Fällt dir da irgendwas ein, Boris? Also... Das klingt jetzt sicher total bescheuert, aber man könnte den Boden mit warmem Wasser aufwärmen. Bloß müsste das ein Wasser sein, was nie abkühlt, sonst wird alles nur noch schlimmer. Gosh. Warmes Wasser, das nie abkühlt. Hm. Ich weiß, klingt verrückt, oder? So ein Wasser gibt's bestimmt gar nicht. Tut mir leid, dass ich deine Zeit verschwendet habe. Mhm. Nicht so voreilig, Boris. Es gibt alles Mögliche auf dieser Welt. Ich werde bestimmt etwas Geeignetes finden. In der Tat, das hätten wir doch auch. Genau, immer brodelndes Weihwasser. Bitteschön. Immer brodelndes Weihwasser? Verstehe. Thank you very much. Wenn man das in die Erde mischt, haben die Pflanzen es warm genug, dass sie nicht krank werden. Mm. Ja, das war eine harte Nuss zu knacken, aber damit dürfte das Problem gelöst sein. Ich werde Frau Ratilda Bescheid geben.
Nochmal sorry, Ivan. Ich hätte von Anfang an mit Frau Ratilda sprechen sollen, wenn ich nicht so ein Hasenfuß wäre. Aber am Ende ist doch alles gut gegangen und du warst der Einzige, der das Problem bemerkt hat. Hey! Also hab ruhig ein bisschen mehr Selbstvertrauen, Frau Ratilda, und ich sind stolz auf dich. Ach was. Also gut, von jetzt an werde ich meine Bedenken gleich äußern, wenn mir etwas auffällt. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Okay, und die Belohnung fällt sehr ordentlich aus. Diesmal, das war eine richtig saftige Belohnung. Gut. Na dann grasen wir das hier auch mal ab. Und sehen mal, was wir da so tun können. Hier. Oh, Ivan, es ist etwas Schlimmes passiert. Schnauzer wurde von einer schweren Krankheit befallen. What? Was, ausgerechnet Schnauzer? Der ist doch sonst so unverwüstlich. Was ist passiert? Das weiß ich leider noch nicht. Es hat angefangen, als vor einigen Tagen alle gemeinsam einen Ausflug ans Meer gemacht haben. Schnauzer hat offenbar beim Schwimmen plötzlich einen Schwächeanfall erlitten. Ich habe erste Hilfe geleistet und er ist wieder halbwegs auf die Beine gekommen, aber seitdem hat sich sein Zustand nicht mehr verbessert. Ich verstehe, das ist beunruhigend. Ja. Allerdings, da ich einfach nicht mehr weiter wusste, habe ich mich an Bigel gewandt, den goldoradischen Salbenmacher. Der machte ein sehr ernstes Gesicht und sagte nur, das ist ein lebensbedrohlicher Zustand. Gosh. So schlimm, Morena, gibt es irgendwas, das ich tun kann? Es gibt tatsächlich etwas. Bigel meinte nämlich, es gäbe nur ein Heilmittel für diese Krankheit, einen sogenannten Fernweh-Smoothie. Hm? Fernweh-Smoothie, aber es sind doch nur ein paar Früchte drin. Bigel zufolge sind es genau diese Früchte, die den Smoothie zu einer Art Allheilmittel für die Wouts machen. Ich weiß, das klingt nach Quacksalberei, aber ich greife mittlerweile nach jedem Strohhalm. Was für eine Ärztin wäre ich, wenn ich einem Patienten einfach aufgäbe? Ist gut, ich habe verstanden. Ich werde einen Fernweh-Smoothie auftreiben. Warte hier auf mich. Wow. Okay, wir haben aktuell keinen, also kommt zwar nicht ans schwarze Brett. Und wir können hier nochmal kurz nachgucken. Jetzt habe ich keine Kostümquest gefunden bisher, Mensch. Ivan, gut, dass ich dich hier treffe. Ich habe eine Nachricht von einem Boten aus Mechbaum. Aus Mechbaum, worum es da wohl geht? Yes. Es soll eine Präsentation eines neuartigen Roboters in Mechbaum stattfinden. Du wurdest scheinbar dazu eingeladen. Oh. Oh, das hört sich ganz interessant an. Warte, da ist noch mehr. Du sollst auch beim Mobilitätstest des Roboters mithelfen. Hm? Mobilitäts? Was das wohl sein mag? Das steht in der Nachricht leider nicht geschrieben. Der Bote sagte aber, dass der Roboter eines Tages die Welt retten würde, oder so. Ich glaube, du solltest nach Mechbaum gehen, wenn du genaueres erfahren möchtest. Hm. Stimmt, ich mache mich gleich auf den Weg. Danke dir, Owen. Okay. Das können wir natürlich auch irgendwann machen. Aber Priorität haben für mich wirklich diese Kostümquests. Aber ihr seht, es ist nicht so viel offen, also irgendwo darunter wird schon die passende Quest sein. Ihr braucht nur ein klein wenig Geduld und dann wird das schon passieren, oder? Dann würde ich aber auch sagen, ist das genug für heute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Ni no Kuni 2. Thank you.